im Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Thorsten Sträter. Live-Musik kommt von Leonie. Und er kämpft gerade heute massiv gegen den Weltuntergang. Hier ist Pierre. Das Publikum. Hallo, bestes Team. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend, liebe Mitmenschen, und herzlich willkommen zur 615. Ausgabe dieser Show und damit zur letzten regulären Show. Wir wickeln sorgfältig ab und bringen alles ordnungsgemäß zu Ende. So auch die obligatorische Abschlussfahrt, die mich dieses Mal in den Osten der Republik führte. Die Sendereise gehört ja zur Tradition dieser Show. Ich war in den vergangenen über 600 Folgen schon fast überall im Sendegebiet des SWR-Fernsehens. Ich war aber auch an der Nordsee und ich habe auf all diesen Reisen berichtenswerte Abenteuer erlebt, die Sie gerne noch einmal, wenn Sie wollen, in unserem YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show, noch mal nachfühlen können. Ostdeutschland ist unterrepräsentiert in der ARD, so lautete einst ein Vorwurf in der Diskussion um die Gebührenerhöhung. Ich hätte von dieser Erhöhung mit ziemlicher Sicherheit nicht profitiert, setze mich aber trotzdem weiterhin für den Fortbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Und deshalb wird in der letzten Folge gekocht. Und zwar wie früher, so wie wir es hier gerne haben im SWR-Fernsehen. Nur halt jetzt in Magdeburg. Und zwar so, wie Erich es mochte. Wir waren ja jetzt in diesen über 600 Folgen im Grunde überall in der Republik. Wir waren in der Eifel, wir waren am Mittelrhein, wir waren im Schwarzwald, wir waren sogar an der Nordsee. Aber im Osten waren wir eben noch nicht, weil wir halt einfach keinen Bock hatten, keine Zeit, weil wir Angst hatten. Weil es war, ist auch weit weg. Das ist total schön hier. Also ich Magdeburg. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, wo du Lust drauf hättest jetzt spontan? Essen, Hunger. Ah ja, ist ja auch Mittagszeit. Wir könnten hier in der Kombinatskantine ein bisschen Kost aus DDR-Zeiten probieren. Vielleicht darfst du ja sogar mal hinter die Theke schauen. Oh, das wäre aber sehr exklusiv. Hallöchen! Hallöchen! Hallo, ich bin Pierre. Karin. Hallo Karin. Dennis. Dennis. Ja. Ihr macht Essen wie früher, kann man sagen, ne? Ja, wir kochen ostdeutsch, also alte DDR-Gerichte. Ja, was ist hinter diesem Vorhang? Ach, halt! Der braune Vorhang wird nicht geöffnet. Es gab in der DDR einen braunen Vorhang, das passt für mich politisch nicht zusammen. Nee. Das heißt, die gehackte Stippe kochen wir, dann machen wir die lose Wurst. Uno, wir sagen dazu tote Oma. Weil es manchmal auch so aussieht. Ja, und wir beide machen mal ein paar Rinderrouladen, weil das heißt ja Rouladenrisse, also müssen wir ja auch mal ein paar Rouladen drehen. Ah, cool, ja. Aber die Sonne scheint gerade so schön rein. Lass die doch oben. Ja. Können wir auch machen. Okay. Wo kommt das Fleisch her? Ist mir ganz wichtig. Vom Fleischer. Vom Fleischer, das ist, ja, gut. Das ist eine Antwort, mit der gebe ich mich zufrieden. Ich stelle die Frage eigentlich auch nur, um die Frage zu stellen. Ja. Wo kommt das Fleisch her? Vom Fleischer. Ach, vielen Dank. Genau. Dann nehme ich das Schnitzel. Das Kuriose ist natürlich bei uns auch, die Kartoffeln, die kommen vom Bauern. Nein. Ja, ja. Einfach alles rein. Ah, damit ist das Rezept erklärt. Zwiebeln, Wurst, einfach alles rein. Wunderschöne Rinderrouladen. Das ist aber eine schöne Rinderroulade. Fass mal drüber. Schöne Rinderroulade. Einwandfrei. Los. So. 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 Wie viel machen wir? Wie, wir machen noch eine? Naja. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Energie anders eingeteilt. Das dauert zu lange bei dir. Okay. Bring mir mal so ein paar wichtige Worte bei, die ich haben wissen muss. Also bei uns im Badischen zum Beispiel sagt man über jemanden, der, wie soll ich sagen, geistig nicht ganz auf demselben intellektuellen Niveau wie man selbst ist. Das ist ein Labedudel. Oh. Wie sagt man da bei euch in Magdeburg und Co.? Du
bist ein Spacko. Entschuldigung, ich habe dich ganz normal gefragt. 4 reichen, ja? Ja, 4 Rouladen. Wunderbar. Hey, denn 4 sind das Volk. Das dauert sonst zu lange bei dir. Kabarett. Klatsch. So. So, dann kannst du mal so einen kleinen Ball formen. Kannst du das, so einen kleinen Ball? Ja. Ich zeig dir jetzt, wie sie gedreht wird. Ja. Und du machst danach. Hast du denn, warte, Klassiker ist ja unsere letzte Reise. Sag mal, hast du dafür denn eigentlich eine Drehgenehmigung? Ganz vorsichtig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja? Gefällt's ja? Der Roulade genauso gut wie dir? Oh, hast du die so gerollt? Keine Ahnung. Oh Mann. So schnell lernt er nicht, ne? Wie ist denn, wie geht's der toten Oma? Ist das Erbe schon verhandelt? Streiten sich die Nachfahren? Das ist Gehacktstücke? Jetzt wird er bestimmt sagen, schmeckt genau wie tote Oma. Aber dann? Schmeckt genau wie toter Opa. So. Aber lecker! Ist lecker! Oh! Ich wollte nur gucken, ob die Soße schon warm genug ist. Das glaube ich doch wohl nicht, wa? Was fehlt denn? Es fehlen Gurken aus so einem Glas, das man mit beiden Händen richtig hält. Ja. Die habe ich nämlich vergessen. Weil das schmeckt jetzt gleich noch anders. Pass mal auf. Und? Ist ein Unterschied, stimmt's? Es schmeckt ein bisschen gurkiger. So, Kantinen essen, SWR Baden-Baden. So, Haute Cuisine. Wir machen aus Kartoffeln, aus weich kochenden Kartoffeln, wieder vom Bauern. Und da machen wir Kartoffelbrei draus. Linda ist die festkochende, Lilly ist die weichkochende. Stimmt. Linda war ja auch fest bei der ARD, jetzt ist sie aber bei ProSieben. Jetzt habe ich so Butterhände und kann die Milch nicht aufschrauben. Ne? Soll ich helfen? Ja, das wäre sehr nett. Siehst du, die ist nämlich auch wirklich sehr schwer. Siehst du, das liegt gar nicht in der Butter. Das ist nur wirklich richtig, das ist richtig demütigend für uns beide jetzt. Meine Güte. Du müsstest jetzt aus Prinzip einfach noch das Regal zerbiegen. So. Vielleicht ein Viertelstück Butter? Also die Hälfte. So. Zack. Alter, toll. Das macht Spaß. Auch im Osten können wir das. Ich hab hier erstmal gearbeitet! Das ist ostdeutscher Kartoffelbrei. Heiß! Mmh. Und? Er schmeckt richtig ostdeutsch. Ja. Ich hab's dir gesagt. Ja! Das ist gar nicht so gut. Doch, lecker! Voll lecker! So ein richtig gutes, ehrliches Gericht. Ja. Ja. Ja, also ich kann es nicht kochen. Aber also ohne Karin wärst du hier aufgeschnitten. Ja. Ich bin Elektriker. Und Kompott haben wir auch noch für dich. Das sieht eigentlich aus wie die lose Wurst. Wenn du weißt, wie ich meine. Rhabarber. 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 Gut. Rhabarbera Schöneberger, nein, es ist sehr schleimig. Wahrscheinlich ist auch Pflaume drin. Lecker! So, Pia, sag mal, was hat dir denn am besten geschmeckt bei uns? Also mir hat am besten geschmeckt das Gericht mit dem vielen Fleisch und den Kartoffeln oder den Nudeln. Das fand ich am besten. Vielen Dank. Ihr seid eine tolle Einheit. Dankeschön. Bitteschön. Ich empfehle dieses Restaurant und damit stehe ich mit meinem guten Namen. Kantine. Kantine. Nee, Krause. Ich heiße Krause. Jo, abschließend kann man sagen, das war eine schöne Reise hier, obwohl, weil wir in Sachsen-Anhalt waren. Ne? Tja, dann haben wir das jetzt, oder? Ja. Gut. Dann mache ich hier mal aus, dann ziehe ich mal den Stecker. Weiß ja jetzt, wie das geht. Tschüss!
Dank an Karin Krüger und Dennis Rössel. Das war unser Abenteuer Ost. Und an dieser Stelle auch noch mal in eigener Sache ein großer Dank an Florian Koll von Divido TV, an Simon Schaffrath und an den wunderbaren Lenin de los Reyes. Wir haben sehr viele dieser Reisen zusammen gemacht und haben viel gelitten und viel gelacht. Ich glaube, man hat sie eben auch noch ein paar Mal lachen hören. Es war mir immer eine große Freude mit euch und ich werde euch schmerzlich vermissen. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, es ist wirklich die letzte reguläre Sendung. Das ist ausnahmsweise kein Scherz. Wir feiern nächste Woche noch einmal unseren Ausstand. Nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Da machen wir hier auch noch mal schön sauber, damit Andi und Tommy auch ein schönes Studio vorfinden. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass sozusagen mein letzter Gast jemand ist, der dieser Veranstaltung die notwendige Würde verleihen wird. Und das sage ich völlig ironiefrei, denn ich bin sein größter Fan und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hier ist der wunderbare Thorsten Sträter! Hast du den Kaffee mit? Band. Hast du wirklich einen Kaffee mit? Ja, ich habe noch gefragt, ob ich einen kriege. Ja, das ist natürlich ein biologisch abbaubarer Becher. Der löst sich, nachdem das Fluid darin weg ist, von selbst auf. Das sollte ich für Quatsch, aber naja, ich habe noch auf dem letzten Drücker gefragt, ob ich noch einen haben kann. Und dann sind natürlich die Möglichkeiten auch begrenzt. Ist das dein Ernst hier? Was? Das weißt schon. Das ist die Show, das wurde ich schon oft gefragt, ja. Das ist vorbei. Das machen wir jetzt nochmal, oder? Ja, nee, ist jetzt vorbei. Und das ist, worauf führt man das zurück? Ich beschäftige mich jetzt schon sehr, weil... Ich glaube, es hat jetzt doch jemand geguckt. Meinst du? Ja, da war jemand noch spät wach. Ja. Und hat gesagt, was? Und er hat es ja extra auf die Uhrzeit gelegt, dass es nicht gucken muss. Ja. Und jetzt von daher ist es doppelt ärgerlich, wenn dann einer mal kein Auge zukriegt. Aber ich freue mich, dass Thomas Gottschalk zum Beispiel jetzt eine Show hier hat, weil ich ja auch immer sage, der Nachwuchs muss auch eine Chance bekommen. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Du hast auch eine Show. Ist nicht so spät für eine glückliche Kindheit, offensichtlich. So, ja. Ja, aber ich finde das eigentlich nicht, nochmal, ich fasse das kurz zusammen. Das ist also so, dass wenn man eine Show hat, wo man als Host so beliebt ist, dass man im Prinzip auch bei QVC anfangen könnte und es vervierfachen sich die Umsätze für Matratzenschoner. Wenn man so eine Show hat, in der wirklich jeder war, weil jeder hinfährt, und das ist ja nun in Baden-Baden und nicht gerade eben im Zentrum des Planeten. Verstehst du? 4 Übernachtungen in der Postkutsche und solche Sachen. Und wenn da trotzdem jeder kommt... Ja. Jeder, also wirklich jeder, du kriegst ja jeden. Du kriegst ja von King Kong über Idi Amin bis zu Inge Meisel war absolut jeder hier. Und wenn das 15 Jahre läuft, und das ist in Menschenjahren 4-mal so viel, dann wird das eingestellt. Ja. So wird das gehandhabt. So geht Fernsehen. Okay. Du hast ja auch eine Show in der ARD. Ich werde in 15 Jahren tot sein, aber ich habe gerade... ich habe gerade eine Show, beim WDR produzieren wir sie. Das ist ein ähnliches Gefüge. Gewöhn dich nicht dran, sage ich dir jetzt schon mal als Tipp. Du, wenn die abgesetzt wird, gehe ich einfach nicht mehr hin. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe mir schon überlegt, dass ich einfach weitermache. Ich glaube tatsächlich, wenn das disponiert ist, dann geht es einfach weiter. Dann ist das Studio da, alle Lichtleute sind da, es ist eine Schicht, es ist ein eingetragener Dienst, dann machen wir einfach weiter. Ich gehe ja sogar noch viel weiter und sage, wenn morgen das komplette Programm der ARD abgeschaltet wird, die machen trotzdem alle weiter. Das ist tatsächlich bei vielen Sendern schon der Fall. Ja. Und die fragen sich, warum die Quoten für Dalli Dalli so schlecht sind. Also das ist tatsächlich... Stell dir das mal vor, wie schrecklich das wäre. So, ich denke mir, ich habe meine Sendung auch nicht mehr lange. Mal gucken. Doch, natürlich. Und die ist ja bums erfolgreich. Und auch zu dir kommen sie alle. Und das ist auch eine Sendung, die du komplett selber machst. Ne? Die mache ich komplett selber. Ja, ich ja auch. Komplett. Und das ist ja tatsächlich, gibt es ja nicht mehr so oft. Normalerweise hat man ja so ganz viele Leute, die reinreden und einem sagen, was gut ist. Dir zum Beispiel wahrscheinlich haben schon sehr viele Redakteure gesagt, zieh doch bitte mal was Bunteres an. Ja, haben sie mir schon gesagt. So, und das gleichen sie aber jetzt durch besonders schrilles Licht aus. Das funktioniert auch ausgezeichnet. Ja. Ja. Man wirkt immer so, als würde man wie so ein beschatterter Bauernschrank, steht man in so einer irisierenden, irrlichternden Studiokulisse. Das macht auch Spaß. Fernsehen ist schon schön, wenn man es so machen kann. Eine schöne Rubrik in unserer Sendung ist eine Rubrik, in der unser Showmaskottchen Konzi Freunde unseres Gastes oder sagen wir Bekannte vielleicht auch besucht. In deinem Fall würde ich sagen, sind es Freunde. Yep, ja? Kommt drauf an, ich habe keine Ahnung. Im Showgeschäft sind wir alle befreundet. Das stimmt so auch nicht, aber... Doch, das ist die Außenwirkung, die ich immer wieder versuche als Illusion zu erstellen. Und es gibt einen wunderbaren Podcast, den du machst mit zwei Kollegen. Ja, und Freunden.
Es sind nämlich Freunde. Ja. Genau. Es sind Hennes und Gerrit. Und die beiden hat Konzi besucht und Dinge über dich herausgefunden, die ich auch noch nicht wusste. Insbesondere eine Geschichte gefällt mir sehr, sehr gut. Du musst das erläutern. Hier erstmal das Stößchen. Wir sind irgendwie in einem feuchten Traum eines Nerds gelandet, in einem Comicbuchladen mit Gerrit Streberg und Hennes Bender. Und wir reden über Thorsten Sträter. Thorsten würde jetzt sagen, das passt super. Gut, dass wir hier sind. Es gilt jetzt quasi ein Glas zu wählen, das am besten zu Thorsten Sträter passt. Ist keins dabei. Ja, die Frage ist, aus welchem Glas möchtet ihr den Kaffee trinken, den wir mitgebracht haben? Denn wir sind natürlich gut vorbereitet und wussten natürlich vorher, dass er am liebsten Kaffee trinkt. Ja. Das ist jetzt interessant. Ich würde mal die Flöte nehmen. Ich würde Kaffee aus der Flöte, das könnte auch ein Podcast sein. Kaffee aus der Flöte, ein schöner Titel. Kaffee aus der Flöte. Für ein Porno oder so. Ja, ich wollte auch sagen, History. Ich hätte das Rechte, was ist das? Ein Das Glas. Ist ein Longdrink-Glas. Stößchen. Stößchen. Mit Stil. Ja, fantastisch. So, jetzt haut mal raus. Was ist das für eine Person, der Thorsten Sträter? Oh, wo soll man denn da anfangen? Thorsten Sträter ist wie die, ich würde mal sagen, wie die Eiger Nordwand. Er ist majestätisch in sich ruhend und ja, schwer zu besteigen, weiß ich jetzt nicht. Aber er ist anspruchsvoll und vor allen Dingen herausfordernd. Ja, und wunderschön. Wie kriegt man ihn denn dazu, Tränen zu lachen? Womit? Alban, Pillemann. Oder Arnold Schwarzenegger. Wenn ich Arnold Schwarzenegger mache, lacht er immer sehr. Get to the chopper! I didn't hit him. The pavement was his enemy. Das ist so blöd und so albern. Ja. Und er lacht drüber. Ja, wie, so, wie in der Schule eigentlich. Wie, wenn du, mach den nochmal, mach den nochmal. So. Ja. Er ist ja bei manchen Sachen bestimmt auch sehr penibel. Ich weiß von Pierre, dass er sich einen Steamer geholt hat, weil Thorsten einen hatte und steamt jetzt seine Anzüge. Hat er noch so ein paar Ticks? Er legt sehr viel Wert auf Körperpflege, das kann man sagen. Aber der größte Klopper war wirklich, dass wir einmal bei ihm zu Hause aufgenommen haben, einen Podcast, und Thorsten sagte, ich komme gleich wieder. Und so nach 10 Minuten, Viertelstunde haben wir uns gefragt, sag mal, was ist mit dem? Hat man den überfallen? Weil er hat auf ein Paket gewartet, das weiß ich noch ganz genau. Und irgendwann kam er dann hoch. Moment, wir haben gewartet, wir haben überlegt, ob der entführt worden ist. Ja, ja, wirklich. Außerirdische, wir haben uns vergessen und so weiter. Und ich glaube, es war wirklich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, mindestens. Ja, also gefühlt mindestens. Und wir haben uns auch nicht getraut, runterzugehen, weil irgendwie, keine Ahnung, war ja auch... Es war auch dunkel. Es war auch alles dunkel natürlich. Und dann kam er wieder, stand in der Tür. Oh, ich habe gedacht, ihr habt angefangen. Ich habe noch ein Bad genommen. Ich habe ja Wasser eingelassen. Das kann man ja nicht weglaufen lassen. Ja, genau. Das kann man auch nicht. Tut mir leid. Und wir haben dann gesagt, du hast jetzt gebadet, während wir hier gebadet haben. Und ja, das kann man ja nicht weglaufen lassen. Das wäre ja Verschwendung. Und ich glaube, auf der einen Seite haben wir uns... Ich glaube, ich habe wirklich an meinem Verstand gezweifelt, ja, 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 ob das jetzt wirklich passiert ist. Auf der einen Seite total vertrauensbeweis. Auf der anderen Seite auch, ich kenne keinen, der sowas macht. Ich kenne keinen, der Leute zu sich einlädt und sagt, ich komme gleich wieder und dann erstmal Bade. Ja, also ja. Sauber ist er. Sauber ist er, das kann man sagen. Ich finde es beruhigend. Und er riecht auch immer gut. Er riecht immer gut. Thorsten Sträter, super Typ. Wir brauchen noch einen Trinkspruch. Thorsten Sträter, alles Gute, auch beruflich. Stößchen. Ja, die beiden blöden Männer. Hennes immer. Bender und Gerrit Streberg, vielen herzlichen Dank, dass Konzi euch besuchen Danke, durfte. Ja. Viele Grüße auch an Konzi. Immer die alte blöde Geschichte mit dem einen Vollbart. Sag mal, aber wie kommt es denn zu so etwas? Wie cool kann man eigentlich sein? Naja, das Bad war eingelaufen und sie waren da. Und ich dachte mir, gut, die beiden sind ja da. Die atmen ja selbstständig. Und das Wasser war ja schon drin. Das sind ja auch 100 Liter Trinkwasser. Sind es auch, wenn ich drin war, aber ich würde es dann halt nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann bade ich das schnell weg. Und man badet ja bedeutend länger, als man meint. Das ist ja eine völlig andere Zeitebene. 15 Minuten soll man, nicht länger eigentlich. Ja, ja. Weil danach fängt man ja an, so ein bisschen in die Keramik einzusacken. Wenn du dann ein Buch dabei hast, fatal. Ja. Und dann war mir das zwischendurch beim Baden auch entfallen, muss ich sagen, dass ich Gäste hatte. Weil die beiden auch nicht laut sind. Und dann kam ich mit dem Handtuch raus und dachte, stimmt, Gerry und Hennes, stimmt. Stimmt. Ich habe mich kurz gefragt, wie eine Herdplatte angelassen. Nein, es waren Gerry und Hennes. Und dann, ich habe mich da auch in aller Form entschuldigt, indem ich gesagt habe, stellt euch nicht so an. Und so.
Aber du hast trotzdem, du lässt einen Bart ein im Wissen, du bekommst jetzt Gäste. Ich finde, das ist eine sehr coole... Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es war irgendwie, ich glaube, sie waren 5 Minuten zu früh dran. Und ich hatte plötzlich das brennende Verlangen am Schaumbad. Irgendwas, da war im Vorfeld irgendwas, was das Ganze jetzt als absolut natürlich erscheinen lassen würde, wenn es mir einfiele. Ja. Okay, nee, aber es ist ja auch dein Haus. Du kannst da ja machen, was du möchtest. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, das ist aber auch schon viele Jahre, das ist bestimmt 7, 8 Jahre her. Also ich kann die Geschichte nicht mehr reproduzieren, aber sie stimmt halt. Und immer kommt der Hennes mit diesen alten Kamellen. Aber es ist eine sehr lustige alte Kamelle. Ja. Wir haben ja auch mal zusammen gedreht, eine Kurzstrecke sehr zu empfehlen auf unserem YouTube-Kanal. Können Sie sich gerne nochmal anschauen. Oh, ja. Wir waren beim Herrenschneider. Und wir hatten einen Anschlusstermin, du hattest einen Anschlusstermin bei Eckart von Hirschhausen. Ja. Dem Eckart von Hirschhausen. Und zwar bei seiner Fernsehsendung. Und dann haben wir ihn aber 2 Stunden warten lassen. Das war, ja, das ist Pünktlichkeit, da arbeite ich dran tatsächlich. Du bist wirklich nicht pünktlich, ne? Das, doch, der Ruf doch, ich bin pünktlicher geworden. Ja? Ja, der eilt mir voraus, was ja das, generell das Problem ist mit Pünktlichkeit. Ich habe, Metaebene. Was? Was denn? Da hätte das Publikum jetzt nicht geklatscht, das kann ich ganz offen sagen. Ja, das ist, da hätte sie ganz klar gesagt. Gedauert hätte. Aber abends auf der Heimfahrt. Dann, ja. Ja. Wochen später kommen böse Zusendungen auf Postkarte. Was? Und das ist die Realität. Richtig, wir waren ein bisschen spät, aber wir müssen ja die Sachen, die wir anfangen, auch erstmal zu Ende machen. Finde ich aber eine gute Einstellung. Ja, und das machen wir jetzt auch. Ja. Zum letzten Mal. Das machen wir jetzt auch, ja. Wir bringen das hier... zum Ende. Das heißt nicht, dass es kurz wird. Gucken. Ja. Ich finde es also immer noch abgesetzt hier. Kannst einen Hut absetzen, keine Sendung. Die. So, Kasper. Wir haben. Das kann man prima rausschneiden. Habt ihr gemerkt, wie ich so getan habe? Ja, als wäre dazwischen kein Satz gewesen, wird abgesetzt. Irre. Ich habe tatsächlich, ja, ich habe dann da gebadet und wir sind zu spät gekommen. Aber zu Eckart von Hirschhausen, ich habe mich da auch entschuldigt. Ja. Das ist ja die Standarderklärung für alles, weißt du? Das ist ja Atomexplosion, aber habe ich mich nicht entschuldigt. So, das ist, ich habe mich, wir waren zu spät, wir waren halt noch beim Schneider. Ja. Ja. Und das war wichtig. Ja, ja. Es war nicht unwichtig. Wir hatten es uns in den Kopf gesetzt. Ob es wichtig war, weiß ich nicht. Und dann haben wir es halt gemacht. So. Und wir haben die Sache zu Ende gebracht. Wie gesagt, können Sie sich mal angucken. Kurzstrecke, sehr, sehr schön geworden. Die Kurzstrecke ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Vor allen Dingen die ersten 2 Stunden, als wir versuchen, aus dem Parkhaus rauszukommen. Das muss man aber sagen. Du fährst so ein Mittelklasse-SUV. Nicht den allergrößten, aber auch nicht den allerkleinsten. So mittel, ne? Mit so einer Spezialfolie drauf. Kann ich hier meine Entschuldigung einfügen? Bitte, ja. Ja. Ich habe diesen SUV gekauft vor einer großen Zahl an Jahren. Musst dich nicht entschuldigen. Doch, will ich aber. Boah, weil mittlerweile sind das ja Autos. Ich habe da ja kein Bewusstsein dafür, dass wenn du damit irgendwo rumfährst, dass du Kinder gar nicht mehr siehst. Die Autos sind zu hoch. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Das habe ich aber so nicht gesehen, weil ich mir dachte, ich brauche Allrad, wenn Winter ist. Sonst mit Mustang rutsche ich immer weg. Was ein völlig anderes Problem ist. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Ich stehe aber nicht mehr dahinter und ich tue den auch weg. Weil die Fahrzeuge zu hoch sind. Du siehst Kinder. Hennes Bender, wenn die vor deinem Auto. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und Klima. Ich, du musst Klima noch sagen, sonst gibt's. Klima hat das Auto tatsächlich. Da bin ich ganz zufrieden. Klima und Allrad, da habe ich wirklich Wert drauf gelegt. Und den kommst du weg? Aber verkaufst du den privat oder so als Versteigerung für einen guten Zweck? Ein SUV für einen guten Zweck zu versteigern. Das ist, ich schätze die Ironie daran natürlich sehr. Ne? Ja, warte. Und das Geld an Greenpeace spenden. ja, mal gucken. Auf jeden Fall muss er weg. Der hat da schon richtig was auf dem Buckel. So. Also deswegen muss er weg? Nicht, weil er Kinder... Nee, auch weil es kein SUV bestimmt mehr wird. Also ganz bestimmt nie wieder. Das ist einfach Unfug. Du hast noch ein Batmobil. Ich habe noch ein Batmobil. Wollen wir das hier wirklich? Okay, ich habe noch ein Batmobil. Ja. Und das ist kein Witz, ich erzähl's normalerweise überhaupt nicht. So. Ach so, ist das, Entschuldigung, ich dachte, du hast, komm, ist egal, die erzähle ich. Das ist die letzte Sendung. Ja, ganz ehrlich, was sollen Sie machen? Die Sendung absetzen? Ja, richtig. Ja, stimmt. Also bist du dann auch nachts damit unterwegs und. Ja, bis 22 Uhr irgendwo hört der Spaß ja auf. 21:59 Uhr fahre ich in den Hangar. So viel steht fest. Hat zwar keine Straßenzulassung, der Eimer, und so große Scheiben, sodass du sowieso nicht ziehst, aber 22 Uhr bin ich wieder zu Hause. Nee. Sehr gut! So. Ja. So. Schade, dass ihr bald keinen Job mehr habt. Das muss ich allerdings sagen. Das ist Band, es wird total unterschätzt. Es ist so. Es ist auch, ich bin auch Fan von Band und von Musik in der Sendung, vor allem jetzt in der Zeit, wo man kein Publikum hat, ist es das Feedback, das einem die Band zurückgibt. Ja. Ja. Ja.
Und die sind echt gut. Die haben mit allen in diesen 616 Sendungen. Seit wann seid ihr dabei? Seit 500 irgendwas. Ja. Wie oft kommt eine Sendung? Jede Woche. Kam. Ich möchte jetzt schon in der Vergangenheit sprechen eigentlich. Ich halte es für eine grobe Fehleinschätzung. Wirklich. Wir werden bestimmt mit einem schönen, attraktiven Nachfolgeprojekt hier wieder auftauchen. Oder woanders. Es wird weitergehen. Nein, also was für ein attraktives Nachfolgeprojekt denn? Hast du dann hier eine Hüpfburg oder was? Keine Ahnung. Das ist doch ein attraktives Nachfolgeprojekt. Ja, weiß nicht, Aktuelle Stunde oder sowas. Ja. Irgendwas mit Regionalnachrichten mache ich dann. So. Der wird in Baden-Baden dann so stumpf auf so einen Acker gehalten mit seiner Webcam. Das wird gut, da freue ich mich. Baden-Baden, ich weiß übrigens sehr zu schätzen, ich war heute mittags im Supermarkt. Wirklich? Du bist schon heute Mittag gekommen? Ich bin schon gestern Abend gekommen. Oh. Ja. Ach. Ja, und es ist ein riesengroßer Supermarkt, ich darf den Namen nicht nennen, aber er ist nicht fiktiv, falls du verstehst. Der ist in Sinsheim, heißt das Sinsheim nebenan? Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ja, da bin ich hingefahren und hat die Navi mir gesagt, ich würde in 1,7 Kilometer abbiegen auf die fantastische Straße. Kennt das einer? Es gibt eine Straße in Sinsheim, die heißt Fantastische Straße. Ich hoffe, du bist da nicht reingefahren. Worte können nicht beschreiben, was für eine Erwartungshaltung ich hatte. Ich habe wirklich gedacht, ne? Oh mein Gott, blonde Mädchen mit Zöpfen in Sackleinen werfen Konfetti. So überall am Wegesrand stehen Leute, reichen eine Capri-Sonne ins Auto und sagen, mach weiter so, du bist gut. Das war eine bekackte Straße. Ich hätte nie war ein Name unpassender. Aber die heißt so. Aber damit wurde zumindest ein Teil der Erwartungshaltung, die du doch sicherlich hattest, an die Stadt erfüllt. Ja. Aber auch wie diese Sendung war die Straße verhältnismäßig zügig zu Ende. Und das... Gab es Licht am Ende des Tunnels, durch den du gefahren bist? Nee, also tatsächlich war die Straße, für die fantastische Straße fand ich die Stapeln schon sehr hoch. Mhm. So geht so Straße wäre ein guter Name gewesen, weil da war eine Tankstelle, ein paar Neubauten, da stand ein Betonmischer. Ich habe da wirklich mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne die gar nicht, ich gebe das gleich ins Navi ein, ich fahre über die fantastische Straße Fantastische zurück. Straße, das ist nicht weit von hier. Wenn du es eingibst, fährst du 3 Kilometer, dann fährst du, das ist ja irgendwie so Hügel, Auenlandmäßig ist das ja angelegt. Ja. Und dann kommt 1,7 Kilometer bis Fantastische Straße. Du musst nur diesen Supermarkt eingeben, dessen Namen ich dir nicht sagen kann. Ah, okay. Warum ich Capri-Sonne gesagt habe, weiß kein Mensch. Aber den Namen darf ich auf keinen Fall sagen. Ach, wie schade, dass wir nur eine halbe Stunde machen. Ich würde so gerne noch 1000 Stunden mit dir weitermachen. Aber da fällt mir ein, die Sendung wird ja abgesetzt. Geht ja gar nicht. Also selbst das wenn ist tatsächlich. Ja, wir können blöd. Das aber wir machen noch ein Spiel. Das gönnen wir uns jetzt aber noch. Zum allerletzten Mal spielen wir dieses Spiel. Und wir spielen es nicht alleine. Wir haben noch einen prominenten Mitspieler. Ich sage noch nicht, wer es ist. Und ich sage auch nicht, ob es die Wahrheit ist. Oder vielleicht doch. Oder auch nicht. Zum letzten Mal, Wahrheit oder nicht. Ein Spiel, das wir gerne spielen mit Lieblingsgästen. Das tun wir jetzt auch. Und ich freue mich sehr, dass Max Mutzke unser Mitspieler ist. Pierre Krause, Leute. Vielen Dank, das bin ich. Ich hatte mal eine Show, die so hieß wie ich. Hallo. Und Thorsten Stranzen. Doch. Und Sie sind? Ganz genau. So, ja. Weil und nicht, ist ein ziemlich einfaches Spiel. Wir haben hier 3 Geschichten in 3 Umschlägen. Jeder zieht einen Umschlag blind. Eine dieser Geschichten ist euch wirklich widerfahren. Das heißt, einer erzählt jetzt eine Geschichte, die er also hier aus diesem Umschlag zieht. Wenn es eine Geschichte ist, die nicht stimmt, dann müsst ihr spontan improvisieren. Und wir anderen beiden versuchen, durch investigatives Nachfragen zu erfahren, ob diese Geschichte stimmt. Stimmt. Ja, okay. Thorsten, ziehe einen Umschlag. Und die Uhr läuft, sobald du es gesagt hast. Okay, ich habe schon Pizza Hawaii mit Leonardo DiCaprio gegessen. Oh. Und zwar mehrmals. Hast du diese Pizza bestellt oder war das ein Zufallsessen? Habe ich bestellt. Ist Leonardo DiCaprio eine Zutat auf der Pizza gewesen? Nein. Mhm. Und wo war das? In welcher Stadt? In meiner Heimatstadt. Und wieso soll der da gewesen sein, Leonardo DiCaprio? Sollte man ja nicht, keine Ahnung, er war da. Er war da. Mhm. Er war auf jeden Fall da. Seid ihr per Du? Sagst du you, Leo? Nein. Habt ihr miteinander gesprochen? Habt ihr euch kennengelernt oder war das im gleichen Restaurant? Es war im gleichen Restaurant. War die Pizza lecker? Ja, damals was, ja. Was kommt denn auf eine Pizza Hawaii eigentlich? Es ist eine Pizza Tomatensoße, das ist völlig irreführend. Nein, Käse, ich hatte Kochschinken und? Und was hatte er?
Welche wichtige Zutat kommt auf eine Pizza Hawaii? Ananas. Und habt ihr euch die Pizza geteilt? Nein. Er hat aber eigene eine Hawaii gegessen auch? Nein. Wonach riecht er? Er hat eine andere Pizza gegessen? Schweiß. Das mit dem Schweiß war gut, das stimmt, glaube ich. Also ich glaube die Geschichte nicht. Ich sage es stimmt. Es stimmt. Du sagst es stimmt? Ja. Und du sagst? Es stimmt. Ist die Geschichte wahr? Ja. Was? Ja. Das ist ja, oh Gott. Soll ich sie kurz auflösen? Ja, bitte, bitte, bitte. Bei mir im Ort gab es lange, bis vor 5 Jahren, eine Pizzeria, wo wir alle hingegangen sind. War mit die einzige Pizzeria. Und jeden Sommer, wenn Leonardo DiCaprio seine Oma in Erkenschwick besucht hat, natürlich, er hat ja Verwandtschaft. Ist er mit seiner Oma, ist dauernd in der Pizzeria gewesen, hat sehr gerne da gegessen. Und da war der, ich kann 14 oder 15 oder so, hat an Breakdance-Meisterschaften Recklinghausen teilgenommen. Und der Typ aus der Pizzeria, ich habe für den zum Beispiel immer so Pizzabrötchenschilder gemalt und sowas. Ganz, ganz, ganz schön malen. Und die hingen da über einer Pizzeria, deswegen konnte ich da dauernd umsonst essen. Ich war auch noch ein ganz junger Kerl. Und Leo war da immer mit seiner, Leo, wir nennen uns, er nennt mich der Typ da. Ich glaube, wir haben einmal aus Versehen miteinander gesprochen. Weil er war ja jetzt kein Hollywood-Star oder so, er hat Breakdance gemacht. Spricht er Deutsch? Ja, der spricht Deutsch. Wahnsinn. Also jetzt wohl nicht mehr so gut, aber damals hat er Deutsch gesprochen. Aber der war mit seiner telefoniert Oma da? Nicht da noch? Also nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe dir nur gesagt, dass ich bin. Also ich habe Pizza Hawaii gehabt und der hat immer mit seiner Oma in der Nische gesessen und die haben auch ganz viel Fotoalben geguckt und sowas und haben da gesessen und Pizza gegessen. Er hat immer, glaube ich, Nudeln und Pizza gegessen. Und der war da in den Sommerferien jeden dritten Tag hat er in der Pizzeria gesessen. Das ist und der Pizzamann hat das Fotoalbum und wenn du das durchguckst, denkst du dir, fuck, das ist die ganze Zeit Leonardo DiCaprio, der da sitzt. Und das ist halt. Aber du bist da hoffentlich auch drin. Ich bin auch in dem Fotoalbum mit 2 Bildern oder so und dachte mir, fuck, war ich schlank. Ja. Das ist alles, was ich denken kann. Nicht das Leo. Der Zufall halt einfach, weil im Nachbarort hat die Oma gewohnt, die vor ein paar Jahren. Die Oma, mit der Leo in der Nische saß. Ja. Apropos mit der Oma in der Nische sitzen, das erinnert mich wieder an unsere Show, die ja bald abgesetzt wird. So, Max, deine Geschichte bitte. Wollt ihr euch einen aussuchen, dass ich nicht. Nein, du ziehst jetzt einfach eine. Ich glaube dir gar nichts, jetzt schon. In der 8. Klasse musste ich im Matheunterricht vor die Tür. Und weil mir langweilig war, habe ich das Auto meiner Lehrerin mit Wasser gefüllt. Wie, das Auto mit Wasser gefüllt? Also den Innenraum des Autos? Mhm. Oder die Scheibenwischanlage, das wäre nicht sehr spektakulär. Nein, aber es wäre nett. Okay, das Auto einfach mit Wasser gefüllt. Ja. Auch den Reifendruck geprüft? Nein, ja, das Auto mit Wasser gefüllt. Wie hast du das Auto, war offen oder hast du es aufbrechen müssen dafür? Das Dachfenster war auf. Das Dachfenster war auf. Wie hast du das Wasser da reingekommen? Wir hatten einen Brunnen auf dem Schulhof, einen Putzeimer, zack, zweimal rein, fertig. Ja, es ist ein Brunnen in der Schule. Draußen auf dem Schulhof. War das Hogwarts oder was? Schwarzwald. Es war am glaube Ende der fantastischen nicht Straße. Ich glaube die Geschichte jetzt schon nicht. Ich glaube dir schon, dass du sowas machst. Bereust du das, was du getan hast heute? Nein, um Gottes Willen. Wieso? Das ist doch super lustig. Aber da, die ganze Elektronik ist kaputt, der Sitz ist nass. Das war eine Ente, was will sie da kaputt machen? Deine Lehrerin war eine Ente? Genau, die habe ich mit Wasser abgefüllt. Okay, aber das war eine Ente, ist ja nicht schlimm. Hast du dafür nachsitzen müssen? Man hat nie rausgefunden, dass ich es war. Das heißt, jetzt ist quasi. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ist die Straftat verjährt dadurch? Weiß das jemand? Das dürfte verjährt sein, ja. Ja, okay. Das ist ja auch kein Straftat. Ich glaub, weil das ist, was du jetzt machst, ich ist ja schlimmerer Vandalismus. Ich war auch unter 14. Ich war unter 14. Ja. Hast du jetzt was? Warst du unter 14? Also, ich glaube die Geschichte wieder. Ich glaube sie nicht. Weil ich dich als ganz, ganz liebenswerten Menschen kennengelernt habe. Und ich sage nicht, auch, als du 14 warst, das klingt jetzt wieder schleimscheißerisch, aber stimmt. Ich glaube, so warst du nicht. Doch, ich glaube schon, du warst so. Ich glaube, heute bereust du es auch ein bisschen. Und das war eine böse Lehrerin. Damit? Ja. Ich war es nicht. Die Geschichte ist erfunden. Von euch. Oh nein! Von eurer Agentur, die abgesetzt wird. Die. Was wäre denn die richtige Geschichte gewesen? Weil das Spiel können wir ja nie wieder spielen. Ach so, darf man die richtige. Das geht nicht weiter, ne? Ja, nee, das Spiel ist vorbei. Nein, aber du warst mal in der 8. Klasse. Das ist der einzige wahre Teil der Geschichte. Das ist ein Hammer. Wobei, den hätte ich wiederum nicht geglaubt. Spektakulär. Dass du jemals eine Schule besucht hättest. Ich hätte eher geglaubt, dass deine Lehrerin eine Ente war. Na gut. Jetzt bist du mal dran. Jetzt bin ich mal dran. Aber ich glaube, wir haben leider keine Zeit mehr tatsächlich. Das ist. Was ist denn das hier für eine Sendung? Ist zu kurz mit abgesetzt. Ja, also, das ist genau das Problem. Es gibt ja auch gleich noch Musik zur Versöhnung und die gibt's gleich. Das Spiel Wahrheit oder nicht haben meine Gäste gewonnen. Das war Wahrheit oder nicht. Das war Wahrheit oder nicht.
also zumindest so zum Teil. Vielen Dank nochmal an Max Mutzke. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die besten Gäste, die man sich wünschen kann für die letzte Show mit Talk. Vielen herzlichen Dank an Thorsten Sträter. Vielen Dank an Max Mutzke. Danke. Ich möchte mich auch nochmal ausdrücklich bei dir bedanken für die letzte Einladung. Vielen Dank an den SWR, der es möglich macht, dass auch andere große Rundfunk- und Fernsehanstalten auf die Ressource Krause Zugriff kriegen. Dafür vielen Dank. Vielen Dank an euch. Und jetzt, dann lass mich auch noch was sagen. Ja, bitte. Ich möchte mich auch bedanken für die schönsten Fernsehmomente, die ich seit 2004 hatte. Das sind 17 Jahre. Die sind bei dir gewesen. Deswegen, und ein paar davon schauen wir uns nächste. Ich komme auch in deine nächste Show wieder rein. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Okay, wir sehen uns und we love to entertain you, meine Damen und Herren. Das ist unser Motto. Jetzt auch zum Schluss dieser Show. Es kommt eine fantastische Musikerin. Warte, du musst was Maskulines sagen. Schau direkt in die Kamera, lass ranzoomen und dann sagst du, bereiten Sie alles für meine Rückkehr vor. Sowas, das kommt richtig okay, gut. Okay, ich mach das. Zoom ran. Bereiten Sie alles für meine Rückkehr vor. Jetzt gibt's noch mal Musik. Faded Love heißt der Titel und er wird live gespielt mit unserer Showband Smef. Hier ist Leonie! 'N Rückblick, schalten Sie gerne ein. Ich bedanke mich bei den besten letzten Gästen, die man haben konnte. Vielen Dank an Leonie, vielen Dank an Thorsten Sträter und Max Mutzke. Dankeschön. Einmal sage ich noch, auf Wiederfernsehen.